Ah, so eine Krawatte hat er. Jetzt werden wir ihn gleich richtig ärgern. Jetzt ist es schon hell. Nee, oder? Wir kommen heute nicht aufs Wasser. Ich würde mich am liebsten mal daneben legen und das auch machen. 60er wird das gleich sein. Den wollt ihr haben. Hast du es aufgenommen? Ja. Sehr gut. Das kommt nicht in die Folge. Oh, und Barsch hinterher. Oh! Barsch! Oh, okay. Ja, hallo zu einer neuen Folge von FirstCast TV. Es ist wieder sehr früh morgens. Man könnte meinen, das wird hier noch zur Gewohnheit bei uns, dass wir früh aufstehen. Macht euch keine Sorgen, das wird nicht passieren. Ich bin echt der zweite Tag in Folge, jetzt wo ich so früh aufstehe. Fühlt sich schon echt fies an. Naja, egal. Wir haben heute was ganz Spannendes vor. Wir sind schon wieder auf dem Weg zum Wasser und wollen mal ein ganz neues Revier ausprobieren. Da, wo wir noch nie geangelt haben. Es ist saukalt geworden. Im Vergleich zur letzten Folge sind es jetzt 2 Grad nur noch. Letztes Mal hatten wir noch zweistellige Temperaturbeträge. Mal gucken, was das bringt. Der Vorteil an unserem Gewässer ist, dass wir 2 Möglichkeiten haben. Wir können erstens auf den Baggersee gehen oder auch auf den Fluss. Wenn die Fische jetzt nicht mehr so im Fluss aktiv sind, weil es so kalt geworden ist und sie nicht so in der Strömung stehen, haben wir immer noch die Möglichkeit, auf den Baggersee auszuweichen. Wir werden verschiedene Köder probieren, ne? Mal noch ein bisschen Action-Köder, so wie Chatterbaits, Spinjigs und so weiter. Also so typische Searchbaits, um die Fische da zu finden bei einem unbekannten Gewässer. Aber natürlich auch, weil es kalt geworden ist, so ein bisschen Finesse-Methoden, Carolina Rig, ein paar Krebse über den Grund schleifen. Wir werden verschiedene Sachen machen und gucken, ob da das eine oder andere geht. Jetzt ist es auch so kalt geworden, deswegen wollen wir auch probieren, eine richtige Kirsche ans Band zu kriegen, also Barsch und Zander. Vor allem Barsch sind unsere Hauptzielfischarten. Hecht lassen wir ein bisschen außen vor. Wir haben in der letzten Folge schon bewiesen, dass das ganz gut klappt, ne? Also wir haben bis 47 cm gefangen. Das versuchen wir heute nochmal zu toppen. Ob es klappt, wer weiß. Aber das ist auf jeden Fall das erklärte Ziel. Ja, ich muss nochmal schnell zu Aral hier so reifenfit kaufen, weil Steffen ist schon zur Garage gefahren und hat gesehen, wir haben uns gestern einen Platten eingefahren irgendwie. Ja, jetzt haben wir schon gedacht, wir müssen eine Ufernummer machen, was auch nicht so schlimm wäre. Aber ja, wir versuchen es jetzt mal hiermit und gucken, ob wir so zum Wasser kommen. Also wir melden uns, falls es klappt, wenn nicht, Ufernummer. Ha, so eine Krawatte hat er. So eine Krawatte. Und jetzt? Jetzt werden wir ihn gleich richtig ärgern. Nee, es gab keinen Reifenfit. Wir wissen nicht, was wir machen. Morgen. Der ist allerdings nicht gut. Der ist richtig platt. Klar ist der platt. Die hatten nichts bei Aral. Echt? Kein Reifenfit, nix. Nein. Zu einer anderen Tankstelle fahren oder Ufernummer? Ja, aber zu einer anderen Tankstelle fahren, ja. Oder zu so einem Reifenhög, also so einem Reifenhändler oder so. Lass uns erstmal das probieren. Deine Späße am Morgen ist schon der zweite, der echt nicht witzig war. Ich finde den richtig witzig. Ich muss dich ja ein bisschen. Bist du witzig, ja? Ja. Ich muss ja ein bisschen zurückschlagen, nachdem ich so früh aufstehen musste für dich hier. Das ist ein Schreck gewesen, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Bei deiner Laune hätte ich dir eher einen Snickers mitbringen müssen, aber einen Red Bull, damit du wach wirst. Cheers. Cheers. Das gucken wir mal. Hier ist nichts zu sehen. Ja, ich habe oben auf der Lauffläche auch nichts festgestellt. Wenn, dann warst du ja hier. Reines Licht ist. Jetzt ist es schon hell. Wir wollten du schon auf dem Wasser sein. Ich bin auch entrüstet, ehrlicherweise. Aber diesmal ist es nicht meine Schuld. Schlechte Vorbereitung, Herr Gräube. Ja. Nicht meine Schuld. So, Dose Nummer 2. Unser Plan ist, den jetzt richtig voll zu machen und an der nächsten Tankstelle anzuhalten und nochmal so ein Teil zu kaufen. Abmarsch. Oh Mann, Alter. Ja, der ist schon noch ein bisschen voller über der. Ja, eine Sache habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Wir haben noch eine zweite Sache vor und zwar haben wir hier neue Blade Runner, die wir testen wollen. Einmal sind es 2 neue Größen, 10 und 18 Gramm, also 10 ein bisschen leichter. Aber wir haben hier auch Verbesserungen vorgenommen. Das heißt, es ist quasi ein Blade Runner 2.0, der Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommt. Es ist ganz wichtig, die ausgiebig zu testen und das werden wir heute natürlich auch machen. Wir haben schon viele Tage damit am Wasser verbracht, aber heute gibt es den finalen Check und dann gehen sie in die Massenproduktion. Wie lautet das Ziel? Arnheim. Hier kommen wir nicht raus. Nee, oder? Jetzt gehe ich auch gleich raus, dann fahre ich da so hoch einfach. Wir kommen heute nicht aufs Wasser. Da ist nirgendwo eine Slippe. Und jetzt kommen wir da nichts mehr raus, wetten? Ja, Steffen, unser Guide heute, findet die Trailerrampe nicht. Wir sind jetzt hier irgendwie
in so einen Parkplatz gefahren und müssen jetzt erstmal hier 32 Euro oder so zahlen, um hier rauszukommen. Aber er hat schon Hilfe gefunden, ne? Und glaube ich, genießt gerade der Hahn im Korb zu sein. Ich würde mich am liebsten mal daneben legen und das auch machen. Ja, mit etwa 3 Stunden Verspätung sind wir jetzt endlich am Spot angekommen. Wir waren erstmal mit einem platten Reifen, dann sind wir zu einer Trailerrampe gefahren und sind raufgefahren und haben gemerkt, oh, hier ist gar keine Trailerrampe, haben erstmal schön Geld bezahlt. Aber nette sportliche Frauen haben uns zur Freude von Steffen dann weitergeholfen. Und jetzt sind wir hier nach 3 Stunden Verspätung an unserem Spot. Wir können loslegen, können endlich angeln und hoffen, dass wir trotz der späten Zeit noch ein paar Fische fangen, weil gestern hat man schon gemerkt, am Nachmittag hat nicht mehr viel gebissen. Heute neues Gewässer erschließen. Also, los geht's, schnell trailern, rauf aufs Wasser und ein paar Fische fangen. 50 plus. Hier sind die Hechte. Die wollen wir heute nicht. Nee. Hast du denn? Ja. Gut. Guter Biss auf jeden Fall. Warte mal. Auf Gummi? Ja. Oh, ein kleiner Fisch. Ja, ist schwer. Wirklich? Okay. Das ist vielleicht ein Hecht. Ah, vielleicht ist doch. Nein, das fühlt sich an wie ein Setti, weil der macht nichts. Kein Fisch. Aber ich hab's gemacht. Oh, ist ein guter Fisch. Ja? Okay. Ja, Setti. Setti, aber auch schön. Ja, schöner Biss, gar kein kleiner Fisch, war vielleicht so ein 75er Hecht. Nicht, dass wir wollen, was ich am Anfang gesagt habe, aber zumindest ein bisschen Aktion. War auf jeden Fall ein schöner Biss und endlich mal wieder ein bisschen Adrenalin. Köder war der hier, der jetzt natürlich ein bisschen verdreht ist. Ein Predator, ein 3,5 Inch, also eher eine Barschgröße. Aber die Hechte scheinen ihn auch zu wollen. So, weiter geht's. Das war jetzt der erste Fisch nach, ich würde sagen, einer Dreiviertelstunde Angeln. Wir haben schon den Plan geändert. Wir sind jetzt hier im See, den wir erkunden wollten, aber uns beißt hier einfach zu wenig. Das heißt, wir angeln hier noch eine andere Stelle, aber dann geht's raus auf den Fluss und wir gucken mal, ob da die Fische eher stehen und gucken nochmal weiter flussabwärts, ob wir da noch einen anderen See beangeln können. Das heißt, heute wirklich suchen, nicht so lange an einem Spot bleiben, sondern viel probieren. Bis jetzt hat es noch nicht so gut geklappt, aber ich denke, das wird noch. Hast du es aufgenommen? Ja. Sehr gut. Das kommt nicht in die Folge. Kescher? Naja, so viel schön ist er auch wieder nicht. 35. Oder Wolfer. Jawohl! Schneiderchen. Ja, so. Nicht der 50er, den wir wollten, aber der erste Zielfisch, der erste Barsch, ist doch schon ein schöner. Ja, den wollte er haben. Mitte 30, schätze ich. Dann gucken wir mal, wie groß der ist. Bisschen kalibrieren. Mitte 30 geschätzt, 36 ist er. So, Steffen hatte jetzt schönen Barsch gefangen. Gestern war es genauso. Da habe ich auf den Spin-Jig gewechselt und auch gern gekriegt. Deswegen mache ich das jetzt genauso wie gestern. Gummis kennen sie jetzt schon. Jetzt schnell mal mit was anderem angreifen. Ja! Ja. Oh, und Barsch hinterher. Was habe ich gesagt? Auf den Blade Runner gewechselt. Und da ist tatsächlich gleich der nächste Barsch eingestiegen. Und das Fischchen. Auch kein 50er, auch so Mitte 30. Aber jetzt geht's los mit dem Fischen. Das macht doch Spaß. Der darf wieder schwimmen. Ja, oh, der ist besser. Ein Krapfen. Ehrlich? Cool. Da sieht man schon ein Bild, ne? Ja. Schau mal, ein schöner sogar. Kleiner. Schöner, kleiner. Ah. Ja, kleiner Krapfen. Aber zumindest haben wir jetzt ein bisschen Aktion auf dem Blade Runner auch. Ja, jetzt müssen nur noch die Großen kommen.
Aber es ist doch schon mal schön, dass ein paar Fische einsteigen. Guter Fisch, Kescher. Richtig guter Fisch. Wenn es ein Barsch ist, ist jetzt unser großer Fisch, den wir wollen. Oh! Barsch? Boah, schnell! Nein! Nein! Das war der Fuffi. Das war der 50er Barsch. Meinst du echt? Ja. Boah, das wäre mein PB gewesen, glaube ich. Meinst du? So groß war der? Das ist sehr, sehr ärgerlich. Ich glaube, das war. Ja, kann man nicht sagen. War ein Monsterbarsch. Zweimal an der Oberfläche gesehen. Das ist so ärgerlich. Das ist einfach so ärgerlich. Geiler Fisch. Schauen wir uns den mal an. So. Da ist er. Unser erster vernünftiger Fisch des heutigen Tages. Hat sich dann doch noch rentiert. Guter 40er würde ich sagen, Mitte 40. Der kam jetzt auf den Wobbler, kleinen Crank hier. Nachdem Dustin hier seinen Monsterbarsch verloren hat und der wohl im Mittelwasser gebissen hat, dachte ich, mach mal einen Wobbler hin. Fünfmal durchgezogener. Und dann ging er kurz vom Boot drauf. Richtig schöner Fisch. Schön anlegen. 46, oder? 46, 45, 46, sowas. Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen Run and Gun machen. Buhnenhopping. Aber wir haben jetzt eigentlich alle Fische hier an einem Spot gefangen. Meinen großen habe ich hier verloren und Steffen hat seinen großen hier gefangen. Den werden wir jetzt noch ein bisschen ausangeln. Dann werden wir noch mal ein bisschen an anderen Spots gucken, aber auf jeden Fall wieder hier zurückkommen, weil hier wissen wir, hier ist garantiert Fisch. Was ich manchmal ganz gern mache, nachdem so ein Platz ziemlich ausgeangelt ist, dass ich nochmal auf so einen Rasselköder umstelle und den noch zwei, dreimal entlang schicke. Ab und zu klappt es auch mal. Schauen wir mal, ob das was bringt. Um auch noch den letzten Barsch hier zu verscheuchen, der hier am Spot steht mit deinem Rasselköder. Zetti! Oh, ein Monster! Da haben wir unseren 50er. Leider die falsche Fischart. Ja. Fisch ist Fisch. Fisch, da kam direkt unter Boot. Leider Zander, neue Bühne. Neue Bühne, neue Buhne, neues Glück. Die ist hier sehr tief und da kam auch direkt unterm Boot. Man sieht auch ein bisschen Echos. Probieren wir mal, ob wir vielleicht gleich noch einen fangen. Der hat jetzt irgendwie tatsächlich, das ist ein 50er wahrscheinlich, ne? Ja, misst doch mal. So 52, als Barsch wäre der jetzt super. Das war wahrscheinlich genau der, den der Dustin vorhin dran hatte. Jetzt haben wir ihn als Zander, freuen wir uns trotzdem drüber. Nein! Okay. Guck mal, das war prasse. Aber es ist draufgegangen. Ist ja, das ist was Komisches, weil es so komisch geeiert hat. Ja, aber es ist wie Biss gewesen. Ja. Rotauge, ne? Der Rotaar. Der Rotaar, ne? Herzlichen Glückwunsch. Ja. Koksblitz. Koksblitz, das ist auch gut. Köder?
Blade Runner, ein D06 und ein schönes Rot. Ach, wie ich gerade gelernt habe, Koksplötze. Ein 60er wird das vielleicht sein. Und der darf wieder schwimmen. Wupp. Die Chance, einen Großbarsch zu fangen, hatte ich, den 50er. Ich weiß nie, ob es ein 50er war, aber einen richtig großen, einen schönen haben wir gefangen. Aber alles in allem für ein neues Revier. Das erste Mal beide hier, macht es echt Spaß und wir haben viele Fischarten gefangen. Wir haben Barsch, wir hatten Hecht drauf, wir haben Zander gefangen und wir haben Rapfen, also vier verschiedene Fischarten. Das ist schon geil und wir haben ein bisschen Aktion, ein bisschen Frequenz. Echt ein schöner Tag bis jetzt. Da ich heute relativ viel oder insgesamt mit Jigspinnern angel und wir unseren eigenen Jigspinner jetzt am Markt haben, wollte ich euch noch mal kurz sagen, was wir uns hierbei gedacht haben, als wir den entwickelt haben. Drei Punkte waren uns wichtig. Das ist einmal, das, was man oft bei Jigspinnern hat, viele Fehlbisse, diesen Punkt zu minimieren. Dafür haben wir das Spinnerblatt näher an den Drilling gesetzt. Hier sieht man auch, der Wirbel ist in den Jigspinner eingegossen. Das hat zur Folge, dass das Spinnerblatt näher am Haken ist. Der zweite Punkt ist, durch diese kompakte Bauweise hat man auch den Vorteil, dass er sich nicht wie andere Jigspinner oft überschlägt und man effizienter angeln kann, weil man weniger Leerwürfe hat. Und der dritte Punkt ist, dass der Köder an sich schon sehr hochfrequent von links nach rechts wackelt. Das heißt, ohne Spinnerblatt würde man den auch führen können, wie eine kleine Zikade. Das sind die drei Punkte, die wir uns dabei gedacht haben. Dass er fängt, hat er schon bewiesen. Und jetzt fängt er den nächsten Fisch. Es ist schon spät geworden. Wir haben leider nach dem Rapfen nicht mehr viel erwischt. Wir probieren jetzt noch eine letzte Buhne aus. Und wenn dann nichts geht, geht's ab nach Hause. In der letzten Buhne ging natürlich nichts mehr. Ich habe auch nicht meinen großen Barsch noch gekriegt. Deswegen sind wir jetzt auf dem Weg zurück. Wie schon gesagt, war ein geiler Angeltag und bis zum nächsten Mal bei FirstCast TV.